Petra Bolle. Diese Lesung findet im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche 2013 an der Uni Rostock statt. Diese Woche ist von der Landeszentrale für politische Bildung und der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert worden. Und die Grüne Hochschulgruppe hat das sozusagen initiiert und hat im Zusammenhang mit dem ASTA der Uni Rostock, der NAJU, Viva Con Aqua und den Jusos diese ganze Woche organisiert. Heute soll es, wie gesagt, um diese Lesung gehen und Andreas hat den Vortrag so aufgebaut, dass er einzelne Teile aus seinem Buch vorlesen möchte und euch zwischendrin gerne dazu einlädt, Fragen zu stellen, auch gerne kritische Fragen. Vielleicht entsteht da sogar eine kleine Diskussion. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen und bin gespannt auf eine spannende Lesung. Und ganz zum Anfang möchte ich euch noch einen kleinen Teil aus dem Buch vorlesen, der mich selbst irgendwie nicht sehr bewegt, aber der irgendwie so zu meiner Lebenseinstellung passt, nämlich der Frage danach, ob man als Veganer wirklich jeden Tag Veganer sein muss oder ob man als Fleischesser jeden Tag Fleischesser sein soll. Konsequent, inkonsequent. So ganz auf Steaks, Fisch oder Käse zu verzichten, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist sicher einer der am häufigsten geäußerten Sätze gegenüber Vegetariern bzw. Veganern. Ich hege den Verdacht, dass der Satz oft dazu dient, sich selbst schon an kleinen Schritten zu hindern. Bloß nicht konsequent inkonsequent sein. Warum eigentlich? Es muss ja nicht jeder gleich auf alles und für immer verzichten. Neulich habe ich einen terrestrischen Veganer, wie er es nannte, kennengelernt. Er isst nichts mehr von Landtieren, weder Milch, Ei oder Fleisch, aber noch Fisch. Er kommt eben von der Ostsee, der Veganer. Anstatt sich mit dem Ganz- oder Gar-nicht-Denken zu blockieren, sollten die Leute ihre Ernährungsweise eher als Einzelfallentscheidung betrachten. Das könnte vielen helfen, überhaupt Schritte in Richtung einer nachhaltigen oder tierfreundlichen Ernährung zu gehen. Da könnt ihr ja mal alle drüber nachdenken und euch irgendwie selbst reflektieren. Aber Andreas wird dir die ganzen Themen noch... Den Rest muss ich jetzt selber lesen, ja. Genau, den Rest musst du selber lesen. So, wenn ich nicht laut genug reden sollte zwischendrin, dann müsst ihr einfach zwischenrufen. Und ja, ich habe immer so verschiedene kürzere Passagen ausgesucht. Und ja, dazwischen können wir dann darüber sprechen oder über was anderes sprechen, wie auch immer, was sich dann so ergibt. Kennt jemand das Buch überhaupt? Okay. Also das ist letztes Jahr im Goldmann Verlag rausgekommen, im August. Und zum Anfang schildere ich jetzt sowieso, was so meine Beweggründe waren. Das brauche ich jetzt nicht vorher erzählen. Ansonsten hat ein Sachbuchpreis vom Vegetarierbund jetzt verliehen bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und kostet 8,99 und nach der Veranstaltung, falls es euch gefällt, könnt ihr dann auch gerne noch Exemplare kaufen. Ja. Mr. und Mrs. Rumpsteak. Heute ist Weltvegetariertag. Ich sitze im Steakhouse als Vegetarier. Nicht um ein Transparent zu entrollen, sondern um Fleisch zu essen. Mein erstes Rumpsteak nach langen Jahren als Erfahrung für mein Buch. Ich will schließlich wissen, worüber ich schreibe und weil ich nach 13 Jahren vegetarischer Ernährung einfach Lust darauf habe. Mir ist klar, dass zu viel Fleisch auf dem Teller ungesund ist und die industrielle Tierhaltung den Klimawandel beschleunigt sowie weitere unschöne Folgen für Tiere, Umwelt und Menschen hat. Doch wie schlimm sind diese Konsequenzen wirklich und welche ziehe ich persönlich aus alledem? Ist eine strikte Abkehr vom Fleisch nicht genussfeindlich, überkorrekt oder gar ungesund? Reicht weniger Fleisch zu essen aus oder ist das halbherzig und inkonsequent? Und vor allem kann es in Ordnung sein, für ein leckeres Essen empfindungsfähige Lebewesen zu quälen oder zu töten? Und gibt es einen ethisch vertretbaren Weg der Tierproduktion? Nach vielen Jahren zwischen Versuchung, Thüringer Bratwurst, und Verzicht bin ich auf der Suche nach einer Ernährung, die meine Ansprüche an Geschmack, Gesundheit und Gewissen erfüllt. Und seit meine kleine Tochter mit ist, muss ich auch für sie verantworten, was auf den Tisch kommt. Ich warte jetzt auf Mrs. Rumpsteak, das sind 180 Gramm Rindfleisch, die Damenportion. Die 250 Gramm Herrenportion Mr. Rumpsteak hat sich mein Gegenüber Steffi bestellt. Sie liebt Fleisch, ich auch, nur verkneife ich es mir mehr oder weniger. Das wäre für Steffi undenkbar. Als befreundete Kollegin hat sie sich bereit erklärt, sich während meiner Erkundungsreise durch die Kultur und Unkultur des Fleisches mit mir bei gemeinsamen Mahlzeiten über unsere Erfahrungen auszutauschen.
Wir wissen nicht, wo das enden wird. Werde ich wieder guten Gewissens zum Fleischesser und Sie Veganerin? Wenn das Buch fertig ist, schätzt Steffi, werde ich ein bisschen weniger Fleisch essen und du ein bisschen mehr. Du hast ja mal gesagt, du bist eigentlich ein verkappter Fleischfresser. Ich kann mir vieles vorstellen. Vielleicht werde ich ja keinen Fisch mehr essen, dafür aber wieder gelegentlich Geflügel. Ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen, sagt Steffi, aber nach 3 Tagen ohne Fleisch bekomme ich schlechte Laune. Das kenne ich auch. Dann esse ich Fisch. Genau genommen bin ich also gar kein Vegetarier, auch wenn ich mich bisher als solcher gefühlt habe. Ich unterstelle Fischen einfach, dass sie weniger Empfindung als Vögel und Säuger haben. Zumindest besitzen sie keinen Neokortex, also keine hochentwickelte Großhirnrinde oder etwas Vergleichbares, das bei den anderen Wirbeltieren für eine bewusste Wahrnehmung sorgt. Zudem glaube ich, dass tierische Proteine, also Eiweiße, für die menschliche Ernährung wichtig sind, weswegen ich neben Fisch reichlich Eier und Milchprodukte esse. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Fischessen eher ein fauler Kompromiss. Da ich Fleisch vermisse, will ich nicht auch noch auf Fisch verzichten. Heute gab es im Büro zum Mittag Fisch, berichtet Steffi. Kein Mensch hatte Gräten auf seinem Teller, ich ungefähr 10. Die Entscheidung Fisch oder Fleisch würde mir nicht schwer fallen. Ganz oben auf Steffis Favoritenliste steht Wurst. Ich kann mich daran erinnern, dass wir früher zum Fleischer gegangen sind und mir eine Bocchi oder Wiener in die Hand gedrückt wurde. Das war für mich das Allergrößte. Ich bin noch heute ein leidenschaftlicher Wieneresser. Ausnahme sind die Bio-Wiener im Büro, die aussehen wie abgeschnittene Finger. Da verpasst du echt nichts. Das ist, wie wenn du in Leberwurst beißt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich möchte, dass meine Tochter eine ebenso leidenschaftliche Fleisch- und Wurstesserin wird wie Steffi. Bislang gab es bei uns zu Hause nie Fleisch. Aber letzte Woche habe ich für meine Tochter Bio-Hühnchenbrustfilet gekauft. Ein sündhaft teures Stück, 7 Euro für 250 Gramm. Sie hat es wieder ausgespuckt. Ich soll es doch beim nächsten Mal pürieren und ihr unterjubeln, schlägt Steffi vor. Das käme mir seltsam vor, ihr Fleisch zu geben, wenn sie es nicht mag. Ich muss mehr darüber erfahren, ob Fleisch für Kinder wirklich wichtig ist. Steffi jedenfalls hat aufgrund der fleischlosen Ernährung echtes Mitleid mit meiner Tochter. Ich kenne kein Kind, das nicht gerne Leberwurststulle isst. Ich frage mich, ob sie irgendwann sagen wird, so, jetzt könnt ihr mich mal, ich nehme mein Taschengeld und gehe zu McDonald's. Fleischfreund. Meine eigene kulinarische Prägung entspricht der Zeit, in der ich aufwuchs. Die Küche meiner Mutter erschien mir international. Türkischer Pilaf, japanischer Lauch, italienischer Salat und englischer Farmerauflauf. Sie war es aber wohl nur dem Namen der Gerichte nach. Geschmacklich blieb das Essen ziemlich deutsch. Alles war lecker und alles war fleischhaltig. Es gab auch Gemüse, das kam meist aus der Konserve, seltener vom Wochenmarkt, aus Zeitgründen. An gänzlich fleischlose Hauptgerichte, außer natürlich Fisch, kann ich mich nicht erinnern. Da ich Fleisch so gerne aß, machte meine Mutter selbst zum Gulasch noch Hackbällchen. Einzig Hasenbraten mochte ich als Kind nicht essen, weil ich Hasen so süß fand. Dann versteckte ich mich vor dem Essen. Warum ich nach guten Zureden schließlich mitgegessen habe, weiß ich nicht mehr. Die Argumente meiner Mutter würden mich jedenfalls heute brennend interessieren. Sie kann sich leider auch nicht erinnern. Alles hat seine Grenzen. Kaninchen zu essen bringt auch Steffi bis heute nicht übers Herz. Sie hatte nämlich mal ein eigenes, als sie klein war. Das war ganz knuffig. Irgendwann war es weg. Es hieß, es sei gestohlen worden. Einen Tag später gab es Entenbraten und der hat mir sehr gut geschmeckt. Jahre später hat mir meine Oma erzählt, der Entenbraten, den ich so gemocht hatte, sei mein Kaninchen gewesen. Steffi ist noch immer ein wenig empört. Ich habe mein eigenes Kaninchen gegessen. Bei aller Fleischlust gibt es für sie offenbar gewisse Grenzen. Kalbsleberwurst oder Kalbfleisch kauft Steffi nicht mehr, obwohl sie das früher sehr gerne mochte. Das Tier wurde einfach geboren, um eine Wurst zu werden. Auch exotische Tiere wie Krokodile mag sie nicht essen. Daraus macht man Handtaschen, sagt sie und lacht. Ich habe mal Känguru probiert, danach hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen. Selbst Wildtiere, die inzwischen oft in Gehegen gehalten werden, sind für sie keine Fleischlieferanten. Reh und Hirsch gehören in den Wald und nicht auf den Teller, befindet sie. Steffi behagen beim Fleischessen eher die klassischen Nutztiere. Sie ist als Kind mit den Sorten Schwein, Rind und Geflügel aufgewachsen. Das ist für sie normal, die isst man. Karnismus. Die amerikanische Sozialpsychologin Melanie Joy nennt eine solche Einstellung Karnismus, abgeleitet von dem lateinischen Wort für Fleisch. Es ist die Weltanschauung, die bestimmt, welche Tiere wir essen und welche nicht. Der Karnismus sorgt dafür, dass wir keine Tiere vor uns sehen, wenn wir Schwein, Rind oder Huhn essen.
Dagegen sind die meisten von uns bei der Vorstellung, Hund, Meerschwein oder Wal zu essen, angewidert oder moralisch empört, obwohl diese Tiere in anderen Kulturen ganz selbstverständlich auf dem Speiseplan stehen oder zu anderen Zeiten auch bei uns gegessen wurden. Angeblich war in Bayern Hund beliebt. In Westdeutschland hat man das Schlachten von Hunden und Katzen erst 1986 verboten. Joy wunderte sich irgendwann darüber, wie es überhaupt gelang, Tiere zu essen, obwohl sie sich wie viele andere Menschen ernsthaft um Tiere sorgte und nicht wollte, dass sie leiden. Im Karnismus fand sie die Erklärung, warum wir noch nicht einmal über diesen Widerspruch nachdenken. Denn es handelt sich dabei um ein unsichtbares Wertesystem. Unser Glaube, dass das Essen von einer Handvoll Nutz und einiger anderer Tiere ein natürlicher Zustand sei, verschleiere, dass wir in Wirklichkeit eine Wahl treffen. Solange wir uns dieses Systems nicht gewahr würden, glaubt Joy, gäbe es keine freie Wahl. Gewissensbisse. Mr. und Mrs. Rumsteak sind gut gewesen, aber nicht so sensationell, wie ich es mir nach all den Jahren des Verzichts vorgestellt hatte. Wenigstens habe ich nach dieser Fleischmahlzeit kein schlechtes Gewissen, Steffi dagegen schon. Anscheinend wirkt durch unser Gespräch die Betäubung bei ihr nicht mehr so richtig, von der Melanie Joy spricht. Joy sagt, wir betäubten uns selbst, um beim Fleischverzehr eine gedankliche Kluft in unserem Bewusstsein aufrechtzuerhalten. In Interviews mit Fleischessern und Schlachtern hat sie immer wieder erfahren, dass die Menschen die Realität ausblenden müssen, wenn sie es beim Essen oder bei der Arbeit mit toten Tieren zu tun haben. Unser erlernter Karnismus blockiere geschickt das Mitgefühl für das Tier. Joy sieht darin Parallelen zu anderen ausbeuterischen Wertesystemen, wie etwa Sexismus oder Kolonialismus, in denen eine andere Gruppe für die eigenen Interessen ausgenutzt wird. Dies geschieht, indem man der anderen Gruppe grundlegende Rechte abspricht, also Gemeinsamkeiten verleugnet und Unterschiede in der Intelligenz, Empfindungsfähigkeit oder dem Lebenswert unterstellt. Steffi findet die Frage, wann wir es für gerechtfertigt halten, Tiere zu töten, spannend und schrecklich zugleich. Wenn ich bei einem Tiertransport diese Nasen rausschauen sehe, denke ich, jetzt müssen die für meinen Schnitzel sterben. Dann esse ich auch erst einmal ein, zwei Tage kein Fleisch. Und wenn man ehrlich zu sich ist, muss man sich eingestehen, dass man sein Schnitzel nicht isst, um satt zu werden, sondern weil es gut schmeckt. Steffi ist sich im Moment nicht sicher, ob sie es für vertretbar hält, dass für ihren Genuss Tiere sterben. Wenn ich etwas sehr gerne mache, etwa Fleisch essen, überlegt sie, muss ich es ja wohl für gerechtfertigt halten. Vielleicht hat sie recht. Man handelt wie gewohnt, isst das, was einem schmeckt und sucht bestenfalls danach eine Rechtfertigung für sein Tun. Und falls man nichts Überzeugendes findet, kann man die Zusammenhänge noch immer verdrängen. Das kennt auch Steffi. Gans oder Ente ist ja meine Leibspeise an Weihnachten, aber ich will nicht wissen, wie die lebend aussahen. Manche Leute suchen sich im Sommer schon ihre Weihnachtsgans aus, die gehen auf einen Hof und sagen, ach, machen Sie der eine rosa Schleife um, die nehme ich dann später. Das könnte ich nicht, wenn ich dann am Weihnachtstisch sitze und denke, wie niedlich die war, als sie über den Hof gerannt ist, oh mein Gott. Je mehr Steffi darüber nachdenkt, in desto mehr Gewissenskonflikte gerät sie. Ich würde gern ein Steak genießen können, ohne dass dafür ein Tier getötet werden muss. Vor allem den Schweinen und Kühen gegenüber bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich sehe schon, nach diesem Abend werde ich auch Vegetarier. Wurde sie nicht. Ich zeige jetzt noch einen kurzen Film zum Thema Karnismus. Der ist auf Englisch. Ich weiß nicht, wie gut man ihn versteht. Geht drum, man ist bei seinen neuen Nachbarn eingeladen. Die haben leckeres Essen gemacht, die Atmosphäre ist angenehm und es riecht sehr lecker und man erkundigt sich dann, was man da denn isst. Imagine your new neighbors have invited you to dinner. Rich aromas fill the air and wine and conversation are flowing freely. They'll never forget to read the fine print again. Well, thank you. I've never tasted anything like it. Tell us, how do you make this? Sure. First of all, you start with 3 pounds golden retriever, well marinated. And then you take this golden retriever. Oh, I forgot. You are Americans with your love affair of dogs. But you look like you saw a ghost. I'm just kidding. That is nothing but plain old beef. What, you're not going to eat it now?
bit hard to get that image out of my mind. A golden retriever or an animal, I might think. It's disgusting. That's just, it's not normal. Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in so einer Situation wärt, aber ja, man hat offensichtlich da so bestimmte Präferenzen oder Vorstellungen, was man essen mag. Also jetzt allein unabhängig vom Geschmack, bei diesem Pferdefleischskandal war das ja auch so, dass viele Leute das ganz unangenehm fanden, die Vorstellung, Pferd zu essen, obwohl es ja ein, also selbst in Deutschland auch verkauft wird an anderer Stelle, hat sogar zugenommen, der Konsum in Bayern oder die Nachfrage durch den Skandal. Dann lese ich an dieser Stelle weiter. Das ist ein Ausflug gewesen. Also ich habe mich ja mit verschiedenen Experten getroffen und verschiedene Orte besichtigt, die mit Tierproduktionen im weitesten Sinn oder auch anderen Geschichten rund ums Fleischessen und Fleischnichtessen zu tun haben. Und da war ich mit einem Tierfilmer unterwegs. Bauernopfer. Übler Gestank schlägt mir entgegen, als ich den Container öffne. Die Tiere leben ja noch, denke ich, beim ersten Blick auf die Puten, die hier drin gelandet sind, als Ausschuss aus der Mast. Die einzigen Tiere, die sich da bewegen, sind allerdings Nomaden in ziemlich großer Zahl. Den Kadavergeruch schleppe ich mit ins Auto. Der schnittige neue BMW des Tierschützers scheint so gar nicht zu unserem Vorhaben zu passen. Wir wollen hier im Landkreis Cloppenburg, dem Herzen der industriellen Tierhaltung, Maststellen einen Besuch abstatten. Ist nur geliehen, aber es gibt Situationen, in denen ein schnelles Auto vorteilhaft ist, sagt Jan Pfeiffer, der seit vielen Jahren als investigativer Journalist in Tierhaltungsbetrieben filmt. Immer mal wieder fragt er freundlich an, ob er Ställe anschauen darf, aber die Mäster scheuen die Öffentlichkeit und gewähren keinen Einblick. Also filmt er weiterhin ohne Genehmigung. Da macht er sich nicht nur Freunde, doch nur selten kam es bei seinen Recherchen zu unangenehmen Begegnungen. Ich bin ein Schisser, meint Jan, für mich schwer vorstellbar bei diesem Job. Neben Tierquälerei ärgert ihn besonders die gezielte Verbrauchertäuschung der Fleischindustrie, die den Konsumenten glauben lässt, die Produkte seien natürlich und hochwertig. Daher dokumentiert er die Missstände in der Tierhaltung, die sich hinter den meist nach Bauernhof-Idyll klingenden Produktnamen von Würstchen, Aufschnitt und Co. verbergen. Fleischland. Im Verborgenen liegen die Mastbetriebe für Schwein, Huhn, Pute und Ente hier im Landkreis jedenfalls kaum noch. Dazu sind es inzwischen viel zu viele. Die Landschaft ist voll von ihnen und von den praktischerweise gleich daneben stehenden Futtermittelfabriken und Schlachthöfen. Mit etwa 45% der Gesamtbestände ist Niedersachsen quasi die Geflügelhochburg Deutschlands. Mehr als die Hälfte aller deutschen Masthühner wird dort gehalten. Die menschlichen Bewohner hier leben offenbar nicht schlecht von der Nutztierhaltung. Die Wohngebiete aus neuen Einfamilienhäusern künden von Wohlstand. Ein gutes Drittel aller Betriebe des Landkreises Cloppenburg und rund 40% der Beschäftigten hier gehören zum Ernährungsgewerbe. Die Gemeinden Essen und Emsdeck im Kreis Cloppenburg zählen zu den Kommunen mit den höchsten Gewerbesteuereinnahmen Niedersachsens. Vechta, der steuerkräftigste Landkreis, liegt gleich nebenan. Laut Eigenwerbung bilden die beiden Kreise Cloppenburg und Vechta den Kulturraum des Oldenburger Münsterlandes. Wir steuern noch bei Tageslicht verschiedene Anlagen an, um sie vom Auto aus in Augenschein zu nehmen. Einige kennt Jan bereits, auch von innen. An einem Maststall prangt Werbung für eine Fastfood-Kette. Der nächste Imbiss, an dem wir vorbeikommen, nennt sich Fleischparadies. In diesem nahezu unterirdischen Landstrich, wir befinden uns laut Navi einen Meter unter dem Meeresspiegel, scheint alles mit Fleisch zu tun zu haben. Mein Hirn wird in der Dämmerung schon ganz wuschig. Wirft da nicht gerade jemand totes Geflügel ins Feuer? Und ist das Hackepeter dort auf der Reklametafel? Nein, es sind nur rote Geranien. Vielleicht bin ich etwas nervös. Besser erstmal was essen. Pommes gibt es zum Glück überall. Die Region produziert nicht nur Fleisch in Massen, auch erneuerbare Energien liegen hoch im Kurs. Die Felder mit Raps und Energiemais stehen mancherorts noch jetzt im Herbst. Dazwischen Windräder und neben den Mastanlagen blähen sich die Tanks von Biogasanlagen auf. Gülle und Mistzergärung gibt es hier zweifellos mehr als genug. Und nahezu jedes der mehrere hundert Meter langen Dächer der Maststelle ist mit Solarzellen gepflastert. Das trübe Wetter scheint nicht ganzjährig vorzuherrschen.
Uns kommt der Nebel heute gelegen. Der Vollmond würde unser nächtliches Treiben eher erschweren. Jan ärgert sich, dass er sein Nachtsichtgerät vergessen hat. Aber früher ging es auch ohne, tröstet er sich. Das Navi lotst uns in die Nähe unseres ersten Besuchsobjekts. Ich fühle mich wie ein Ganove bei Aktenzeichen XY, als ich Handschuhe und Sturmhaube anziehe und wir ins Dunkel der Nacht tauchen. Putenmastanlagen sehen nachts von Weitem aus wie lange grüne Lichterketten. Durch die Kunststoffrollos der seitlichen Fenstergitter schimmert das Kunstlicht, das fast rund um die Uhr brennt, um die Futteraufnahme der Tiere anzuregen. Ein paar Dutzend Meter vor der Anlage hören wir ihr Gurren. Es klingt wie ein Schwarm Gänse am Himmel. Die Masse an Truthühnern ist beklemmend, wenngleich ich nicht die ganze Länge des Stalls überblicken kann. Bis zu 20.000 Vögel würden in dieser Art von Ställen leben, erzählt Jan. Drei Ställe stehen hier dicht beieinander. Entenhausen. Ein Wassergraben trennt uns vor der nächsten Station unserer Tour. Ich will weder nass werden noch kneifen, es hilft nur ein sehr beherzter Sprung. Die Anlage ist besetzt mit Pekingenten, einmal die 92 süß-sauer mit Reis. Süß sind die kleinen Entenküken, die neugierig durch den Torspalt linsen. In großen Gruppen kuscheln sie sich im Aufzuchtstall aneinander. Wie ein riesiger Schwarm Hornissen klingt das Schnattern der erwachsenen Tiere im benachbarten Maststall. Pekingenten sind viel größer als Stockenten. Das Gefieder dieser Tiere hier ist struppig und verdreckt. Enten hätten in der Mast etwas mehr Platz als andere Vögel, weil sie sich mehr bewegen müssten, um Fleisch anzusetzen, erklärt mir Jan. Aber auch sie wachsen zu schnell. Daher sehen sie so unproportioniert aus und bekommen Gleichgewichtsstörungen. Manche Enten liegen deswegen hilflos auf dem Rücken und kommen nicht mehr auf die Beine. Ich denke lieber nicht darüber nach, was mit ihnen passiert. Pro Ente verdient der Landwirt lediglich 22 Cent. Da kann er sich nicht mit einzelnen Tieren aufhalten. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium empfiehlt Neueinsteigern die Pekingentenmast. Investitionen seien vor allem dann lukrativ, wenn sich die Pekingente vom saisonal zum Ganzjahresgeflügel entwickeln würde. Ganzjahresgeflügel. Damit ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb 50.000 Euro im Jahr einnimmt, rechnet das Ministerium vor, muss er 34.000 Entenmastplätze haben und eine 250.000 Tiere im Jahr verkaufen. 2011 schlüpften in Deutschland 22 Millionen Entenküken zum Gebrauch. Beim derzeitigen Pro-Kopf-Konsum in Deutschland von nur einem Kilo Entenfleisch pro Jahr geht wohl noch was. Vom Schwein verdrückt der Durchschnittsdeutsche satte 40 Kilo. Die Mast sei zudem wegen der Robustheit des Wassergeflügels interessant, so das Ministerium. Bademöglichkeiten gibt es natürlich keine in diesen Anlagen. Die Enten gründeln daher in der Einstreu, sodass ihre Nasenlöcher dauerhaft verstopfen. Die Tiere können sich auch nicht reinigen. Manche haben schon keine Federn mehr auf dem Rücken oder diese sind verklebt vom langen Liegen. Nach 3 Wochen im Aufzuchtstall und weiteren 4 Wochen im Maststall werden die Enten bei rund 3 Kilo Lebendgewicht ausgestallt. So sind bis zu 13 Durchgänge pro Jahr möglich. Neben Pekingenten sind auch Warzenenten beliebt. Sie werden im Handel vorzugsweise unter dem Namen Flugenten oder Barbarienten verkauft und leben ebenfalls in Intensivmast, dürfen also weder fliegen noch schwimmen. Aus Mangel an Beschäftigung und weil sie den Stress mit zu vielen Artgenossen besonders schlecht ertragen, neigen sie zum gegenseitigen Bepicken. Da sie schärfere Schnäbel als Pekingenten besitzen und das Federpicken den Schlachtkörper beeinträchtigen würde, werden bei den Jungtieren die schmerzempfindlichen Schnäbel gestutzt, und zwar ohne Betäubung. Da sie zudem Krallen an den Zehen haben, werden die Krallen im Akkord ratzfatz mit abgeschnitten, sodass häufig gleich der mittlere längere Zeh abgetrennt wird. Ansonsten hält man die Enten, um das gegenseitige Bepicken zu verhindern, auch gerne im Dunkeln. Von diesen Haltungsbedingungen erfahre ich nicht durch vegane Tierbefreier, sondern durch den Verein Profi, der sich für eine artgemäße Nutztierhaltung einsetzt. Ein lautes Rasseln erschreckt mich. Aus einem Silo wird alle paar Minuten automatisch Futter zu den Tieren geleitet. Ad libitum-Fütterung nennt sich das, also all you can eat für Enten, denn Fressen ist ihre einzige Aufgabe. Ach ja, und gefressen zu werden. Das nächste Kapitel, da geht es um die Jagd. Das ist ja bei für viele, nicht nur Veganer, oft ein Reizthema. Oder die Jägerschaft, es gibt ja Jagdstörungen und ich wollte mir einfach so ein bisschen objektiveres Bild über Jäger machen, weil ich das Gefühl hatte, ja, da gibt es vielleicht doch solche und solche. Und
wollte unbedingt auch mit auf eine Jagd gehen. Schrot und Horn. Freud und Leid von Jägern und Gejagten. Was du nicht kennst, das schieß nicht tot, des Jägers höchstes Gebot. Es ist noch dunkel, als der Handywecker piepst. Die Gänse sind auf ihrem Schlafplatz, einem See hier im Havelland, allerdings schon deutlich zu hören. Mit den ersten Sonnenstrahlen werden sie zu Tausenden aufsteigen, um sich auf den benachbarten Feldern für den Weiterflug in den Süden zu stärken. Schnell anziehen, Foto, Fernglas und raus. Draußen noch den linken Schuh anziehen, der durfte heute Nacht wegen Hundekacke nicht mit in den Campingbus. Der Schuh dürfte jetzt ziemlich kalt sein, die Wiesen sind mit Reif überzogen. Doch der Schuh ist weg. Halbseitig barfuß und zunehmend zornig humple ich über die eisigen Wiesen. Wer hat sich diesen Scherz erlaubt? Pam, pam, pam. Als die ersten Gänse auffliegen, wird geschossen. Im benachbarten Feld steht ein Jäger. Darf der das hier so dicht am Naturschutzgebiet? Wer Gänse abknallt, klaut auch Schuhe, schießt es mir durch den Kopf. Wahrscheinlich hält er uns für Jagdgegner, die es zu behindern gilt. Doch wir sind eigentlich nur hier, um Vögel zu beobachten. Jetzt beobachte ich den Jäger eine Weile durchs Fernglas und warte, ob er die Waffe auf mich richtet. Ich habe mich wohl die letzten Tage zu sehr mit Jagdgegnern befasst. Nicht der Jäger hat den Schuh gestohlen, sondern der Fuchs. 20 Meter von unserem Auto entfernt liegt er von Reif überzogen in der Wiese. Der Schuh, nicht der Fuchs. Die Schnürsenkel wurden abgebissen und ein Stück der Silikoneinlage. So etwas macht kein Jäger. Ein Jäger aus Kurpfalz. Den Jäger, mit dem ich zur Jagd verabredet bin, hat ein Schuss erwischt, wenn auch nur ein Hexenschuss. Ein paar Wochen später treffe ich ihn dann doch. Sein Haus ist kaum zu verfehlen. Geweih und Geländewagen weisen auf den Wohnsitz eines Weidmanns und ehemaligen Försters hin. Seit 48 Jahren geht Peter L. auf die Jagd. Inzwischen hat er eine eigene Pacht. Die Scheinwerfer seines schweren SUV bewegen sich wie wachsame Augen, als er aus der Einfahrt rollt. Des Jägers Hund, eine deutsche Bracke, begleitet uns im Kofferraum in den Odenwald. Auf dem Rücksitz liegt das Gewehr. Die Munitionsschachtel sieht aus, als sei sie für Zigarillos gemacht. L. entnimmt drei Patronen und bindet sich einen Gürtel mit einem langen Jagdmesser um. L. ist kein Ballermann. Er wirkt ruhig und besonnen und hat sich schon ziemlich viele Gedanken über das Jagen gemacht. Hat er nicht manchmal Mitleid mit einem Tier? Er schieße nur dann, sagt er, wenn er überzeugt sei, dass er das Tier gleich töte. Dann bräuchte man seiner Ansicht nach kein Mitleid zu empfinden. Dann ist es ein Lebenszyklus, der beendet wird, ohne dass die andere Kreatur leidet. Die Bracke bleibt im Auto, sie wird nur zur Nachsuche gebraucht, falls er ein Tier doch nicht richtig trifft. Falls wir überhaupt eins treffen, denn die Wilddichte hier ist aufgrund von forstwirtschaftlichen Interessen nicht besonders hoch. Trotz trüben Wetters sind heute Spaziergänger unterwegs. Ups. So. Mir ist es ein bisschen peinlich, als Jäger andere Waldnutzer anzutreffen. Nicht immer sind die Begegnungen freundlich, erzählt L., diesmal schon. Er plaudert wie mit alten Bekannten. Auch in seinem Umfeld gibt es Leute, die Jäger für Rohlinge und brutale Menschen halten. Doch das entspricht nicht seiner Erfahrung mit der Jägerschaft. Er spürt da keine Schlachthofmentalität, sondern durchweg eine ausgeprägte Verantwortung. Etwa wenn er Jagdgäste hat und die Nachsuche nach einem angeschossenen Tier am nächsten Tag fortgesetzt werden muss. Da können die wenigsten schlafen, die haben ein echt schlechtes Gewissen, weil sie einem Tier Schmerz verursachen. Ich folge L. ins Dickicht, der in dem dicken Tarnanzug und mit einem Gewehr am Rücken für mich eher wie ein Söldner als ein Jäger ausschaut. 5 Meter geht es, ich voran, auf glitschigen Sprossen in die Höhe. Ich denke kurz an Jagdsaboteure, die auch gern mal Hochsitze ansägen. Dann sitzen wir in dem 30 Jahre alten gepolsterten Ansitz mit Schiebefenster und einem Hornissennest, das inzwischen von Ohrenkneifern bewohnt wird. Hier fühlt sich L. eingebettet in des Lebens Kommen und Gehen, wie er sagt, inmitten einer ziemlich unberührten Natur. Daraus zieht er seelisch geistigen Gewinn. Hier sind sie in einer anderen Welt, vor allem auch nachts, da kommt das Mystische. Das ist eine Faszination, die einen zurückführt an die Ursprünge, wo wir herkommen. Seit wir den Weg verlassen haben, wird nur noch geflüstert. Ich muss husten. Das sind die Waffen eines Vegetariers, scherzt L. Er hat mir zuvor den Ball zugeschoben. Ich solle, wenn es soweit sei, entscheiden, ob er abdrücken soll oder nicht.
Es ist klar, dass ich das nicht will, auch wenn es mich wahrlich interessiert, wie ich den Tod eines Rehs oder Wildschweins erleben würde. L ist durchaus motiviert, Beute zu machen. Er schießt nur Tiere, die er essen kann, und er isst gerne Wildbret. Seine Tiefkühltruhe ist leer und die letzte Jagd liegt etliche Wochen zurück. Vor uns liegt ein Wildacker mit Senfpflanzen für die Rehe und Wildschweine sowie das Gewehr, das mich abgesehen von Gewicht und Zielfernrohr an meine Winnetou-Silberbüchse aus Kindertagen erinnert. Mit dem Fadenkreuz kommt es mir nahezu simpel vor, etwas ins Visier zu nehmen, selbst über eine Distanz von 80 Metern. Ein Tier aus dieser Entfernung zu schießen, würde mir vermutlich leichter fallen als aus nächster Nähe. Nur will ich es nicht, ob ich glaube, ein Tier zu kennen oder nicht. Das höchste Jägergebot, was du nicht kennst, das schießt nicht tot, geht mir da nicht weit genug. Ein Waldkauz ruft. Ansonsten schluckt der aufziehende Nebel alle Geräusche. Ob das nicht seltsam sei, über das Leben eines Tieres zu entscheiden, frage ich. Bevor Sie als Jäger das Gewehr in die Hand nehmen, sagt Elle, müssen Sie die Entscheidung über Leben und Tod schon getroffen haben und sich über diese inneren Skrupel hinweggesetzt haben, eine Kreatur aus der Wildbahn zu nehmen. Das Töten erfolgt nach Regeln. Taucht ein Reh mit seinem Kitz auf, schießt er zuerst das Kitz, nie umgekehrt. Häufig schaut sich das Reh nach dem Kitz um, dann schießt er das zweite Stück. Tierkinder zu töten klingt grausam für mich, doch mir fällt ein, dass in der Landwirtschaft die allermeisten Nutztiere schon im Kindes- oder Jugendalter geschlachtet werden, ohne dass sie jemals Zeit mit ihrer Mutter verbracht hätten. Es sei für den Jäger allerdings wichtig, das Töten richtig einzuordnen, nämlich als etwas, das zum Leben dazugehöre, sonst schade er sich letztendlich seelisch, sagt L. Und er bringe sich um die Chance, die die Jagd biete. Und weil man als Jäger in den Kreislauf aus Leben und Tod eingeordnet sei und das durch sein Handeln repräsentiere, habe die Jagd für ihn einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft. Aber L kennt auch die Augenblicke, wo er vom Mond oder der untergehenden Sonne und der wunderschönen Natur so fasziniert ist, dass sich in ihm etwas dagegen sträubt, zu töten. Dann lässt man den Finger gerade und genießt das auch. Ein Stück weit kann ich die Gedanken und Gefühle des Jägers nachempfinden. Dennoch bin ich ganz froh, dass wir ohne Beute den Rückweg antreten. Planet Vegan. Zurück in den Zustand des arglosen Fleischgenusses meiner Kindheit und Jugend möchte ich nicht. Selbst meine ständige Versuchung in Form von Thüringer Bratwürsten reizt mich nicht mehr. Und jetzt mag ich noch nicht mal mehr aus Recherchegründen Fleisch essen, wie ich es mir doch für mein Buch vorgenommen hatte. Meine Frau hatte anfänglich vermutet, dass ich das Buch über Fleischkonsum nur schreibe, um wieder Fleisch essen zu können. Das tat ich dann ja auch kurzzeitig. Und nun das, weder Fisch noch Krabben, Milch und Joghurt aus Soja statt Kuhmilch, Margarine statt Butter, kein Käse und keine Eier mehr. Mein letztes Ei vom Bauernhof war befruchtet. Das fand ich zwar nicht ganz so schlimm und habe es gegessen, aber es hat mir den Abschied erleichtert. Denn ich habe erfahren, dass auch meine Bauernhofhühner nach 3 Jahren dran glauben müssen. Üblicherweise werden die schon nach 1 Jahr aussortiert. Den Ausschlag für meinen Ausstieg aus dem Konsum von Tierprodukten haben wohl nicht die durchaus überzeugenden Sachargumente gegeben, sondern eine persönliche Begegnung, 2 sympathische junge Männer, die beide seit einigen Jahren vegan leben, aber ansonsten ganz normal wirken. Ich hatte Sebastian Zösch vom Vegetarierbund und Mahi Klosterhalven von der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt für meine Recherchen getroffen, passenderweise in dem neu eröffneten veganen Restaurant. In einem neu eröffneten veganen Restaurant. Mein Vorurteil, dass Veganer naive und die Natur verklärende Realitätsverweigerer sind, fand ich hier absolut nicht bestätigt. Jetzt bin ich anscheinend selbst ein Veganer, jedenfalls fast. Strenger Vegetarier nannte man das früher, klingt richtig fies, wobei mir auch der Begriff Veganer noch ein wenig Angst macht. Hört sich an, als wäre man außerirdisch. Außerdem könnte das Etikett, Veganer zu sein, die Umwelt schnell dazu veranlassen, Polizei zu spielen und zu kontrollieren, ob man die aufgestellten Regeln denn auch wirklich einhält. Von einer Kollegin erfuhr ich, dass sie das vegane Leben aufgab, weil sie Schuhe aus Leder zu gerne mag. Immerhin brauche ich seitens anderer Veganer keine Strenge zu fürchten, da ich derzeit kaum welche näher kenne. Meine Lederschuhe werde ich jedenfalls auftragen und das dauert noch eine ganze Weile. Fragt mich jemand, ob ich Veganer bin, schwäche ich das bislang meistens ab. Ich versuche, auf tierische Produkte zu verzichten, antworte ich lieber. Doch selbst das schockt offenbar die meisten.
Mitleidsvoll erkundigt man sich, du isst jetzt auch keinen Käse mehr? Was isst du denn dann Leckeres? Laub oder Trockenbrot mit Olivenöl, möchte ich da antworten. Veganer dürfen ja gar nichts mehr essen, stellt meine westfälische Schwägerin beim Mittagessen fest, die nicht weiß, dass ich jetzt dazugehöre und dass die Pilzpfanne mit Knödeln, die ihr sichtlich schmeckt, vegan ist. Unbewusster Teilzeitveganismus ist stärker verbreitet, als man denkt. Und mit ein paar Tricks lässt sich ausgesprochen vieles sogar für andere unbemerkt veganisieren. Der öffentliche Eindruck ist ein anderer. So zeigt das Erklärfernsehen zum Thema gern, wie aus einer Palette überwiegend tierischer Nahrungsmittel alles entfernt wird, bis nur noch eine Schale mit Getreide und etwas Obst und Gemüse zurückbleiben. Ja toll, das soll also veranschaulichen, was ein Veganer essen darf. Überhaupt dürfen. Ich entscheide noch immer selbst, was ich essen will. Meine Essbehinderung ist freiwillig, was meine Motivation noch mehr steigert. Gutes, aber auch gesundes Essen ist mir sehr wichtig, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil ich obendrein zeigen will, wie einfach es geht. Und ich lerne, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu Hause und in einer Stadt wie Berlin sogar auswärts nahezu problemlos lecker und vegan zu ernähren. Bin ich eingeladen, ist es allerdings ehrlich gesagt nicht ganz einfach, konsequent zu bleiben. Die Hochzeit eines Freundes war ein erster Praxistest. Den schnellen Griff zur Menükarte, um möglichst frühzeitig Unannehmlichkeiten für sich oder für die Gastgeber abzuwenden, kenne ich noch aus Vegetariertagen. Doch schon beim Vorspeisenteller wird es für den frisch gebackenen Veganer verdammt eng. Zucchini-Quarkhäppchen sind immerhin vegetarisch. Dazu teile ich mir mit einem Bekannten ein Schinken-Melonen-Röllchen ungleich auf. Der Kellner ist verständnisvoll, erkennt meine Not und serviert mir weitere Quarkhäppchen. Die Hauptspeisen werden glücklicherweise als Buffet angerichtet. Da fällt man als Beilagenesser nicht so auf. Vegan ist auch der von mir gewählte Kartoffelgratin nicht. Dafür verschmähe ich erstmalig die reichhaltige Käseplatte. Ob der Kuchen ohne tierische Inhaltsstoffe war, habe ich gar nicht erst gefragt. Inzwischen erfreue ich mich sogar an der Reaktion der anderen, wenn herauskommt, dass ich mich vegan ernähre. Vegetarier sind ja schon Mainstream, müssen sich kaum mehr erklären. Als Veganer ist man hingegen noch ein echter Außerirdischer. Vegane Starterwoche. Als Veganer in der Welt der Fleischesser und Vegetarier Fuß zu fassen, ist nicht leicht. Aber auch in meiner neuen veganen Welt fühle ich mich noch ein wenig fremd. Zeit für einen Zwischenbericht. Montag. Ein kurzer, hungriger Einkauf in einem Hamburger Discounter. Drei Brötchen gegriffen, jetzt noch was Herzhaftes drauf. Oh, in den Kühlregalen gibt es nur Fleisch und Käse. Sogar die Gemüsefrikadellen enthalten noch 25% Fleisch. Für Veganer definitiv trostlos. Dienstag. Seit eben weiß ich, dass auch Wein unvegan sein kann. Weine werden zum Teil mittels Gelatine gefiltert oder mit Eiklar geschönt. Veganer Wein aber eben nicht. Auf veganen Wein zu achten, hebe ich mir mal für später auf. Ein Kollege mit einer ehemaligen Affinität zu veganer Lebensweise weiß zu ergänzen, dass Bier, jedenfalls Flaschenbier, nicht vegan sei, weil die Etiketten mit einem Kleber aus tierischen Stoffen geklebt würden. Also jetzt langt's aber. Mittwoch. Ein Stück Schokokuchen in meinem schönen Lieblingscafé. Ist der vegan? Vermutlich nicht. Auch wenn sie hier vegane Eissorten und Sojamilchkaffee verkaufen, traue ich mich gerade nicht danach zu fragen. Es ist voll und alle scheinen meiner Bestellung zu lauschen. Was, wenn sie keinen veganen Kuchen haben? Muss ich dann heute darauf verzichten? Oder demonstriere ich souveräne Inkonsequenz? Donnerstag. Almdudler sei die erste vegetarische Limonade der Welt, behauptet das Plakat. Ich stutze, sofern man mit dem Fahrrad vorbeifahren stutzen kann. Was soll denn bitteschön an Limonade nicht vegetarisch sein? Noch nicht mal das Taurin im Energy Drink Red Bull stammt aus Stierhoden. Ich weiß, dass es einen roten Farbstoff aus Blattläusen gibt, ob der auch in Limos drin ist. Und wären solche Limos dann nur nicht vegan, wohl aber vegetarisch? Ich komme schon ganz durcheinander. Immerhin freue ich mich, dass sich damit inzwischen werben lässt. So weit ist es also schon gekommen. Freitag. Die Bäckerei, bei der ich gerne Kaffee zum Mitnehmen mitnehme, wirbt mit veganem Vollkornbrot. Ist denn das normale Brot, das ich esse, am Ende gar nicht vegan? Das Vegane sei ohne tierische Inhaltsstoffe eben für die Leute, die darauf angewiesen seien, erfahre ich auf meine Nachfrage.
Wer mag wohl darauf angewiesen sein, frage ich mich. Was an herkömmlichem Brot nicht vegan ist, können Sie mir leider nicht beantworten. Ein paar Wochen später frage ich erneut nach. Das vegane Brot wird ohne Hefe gemacht. Aha, Hefe ist in der Tat nicht pflanzlich, aber Tiere sind Hefepilze definitiv auch nicht. Samstag. Mittagessen in einem vegetarischen Restaurant. Die Auswahl ist groß. Für Vegetarier, nicht für Veganer. Ich fühle mich wie bei Besuchen in regulären Restaurants zu vegetarischen Zeiten. Sonntag. Ich bin bei C zum Frühstück eingeladen. Noch will ich nicht sagen, dass ich vegan lebe. Den Espresso, schwarz bitte. Ihm fällt es nicht auf. Konfitüre hat er leider gerade nicht da. Aufs Brötchen gibt es daher für mich nun eigentlich nichts. Dann halt Honig ist noch das Veganste hier. Vielleicht sage ich das nächste Mal doch vorher was. Butenland. Wer auf dem Land aufgewachsen ist, hat ein anderes... hat ein anderes Verhältnis zu Tieren, nicht so sentimental wie der Städter, heißt es gerne. Ich kenne jedoch einige Vegetarier, die ihren Ernährungsstil gerade damit begründen, dass sie auf dem Land aufgewachsen sind, mit einem Bauernhof in der Familie oder Nachbarschaft. Nun habe ich von einem ehemaligen Demeter-Biobauern mit Milchkühen und Mastbullen gehört, der seine Tiere weder melkt noch schlachtet, sondern einfach leben lässt. Er und seine Freundin ernähren sich sogar vegan. Das muss ich mir anschauen, Urlaub auf dem Bauernhof. Wir treffen Jan Gerdes auf Hof Butenland im friesischen Budjardingen inmitten einer Herde riesiger Kühe und dem beeindruckenden Leitochsen Willem. Das ist er da auf dem Bild. Am Stall hängt ein Schild, Kuh, Altersheim. Im Schatten sitzen Dutzende von Hühnern, dazwischen mehrere Hunde und Katzen. Enten und Gänse marschieren über den Hof. Zudem gibt es noch Pferde, Kaninchen und 4 Schweine. Eines davon, der dicke Prinz Louis, regelt sich gerade im Hundekorb, der für ihn viel zu klein ist. Jans Freundin Karin lockt ihn mit Sojajoghurt wieder heraus. Einige Tiere sehen ziemlich mitgenommen aus. Sie sind alt oder stammen aus schlimmen Haltungsbedingungen. Karin kennt die Geschichte jedes einzelnen Tieres. Als Kind hatte Bauer Jan, wie ihn meine Tochter nennt, keine Beziehung zu den Nutztieren auf Hof Butenland, den schon die Großeltern bewirtschafteten. Die Kühe waren für mich wie irgendwelche Sachen, die es auf dem Hof gab, wie der Trecker, das Auto und alles andere auch. Das gehörte dahin, erzählt er. Wie auch anderswo üblich kamen die Tiere aus der Anbindehaltung im Mai auf die Weide, nur zum Melken wurden sie in den Stall getrieben. Die Kälber trennte man gleich nach der Geburt von ihren Müttern. Die kleinen Kälber saugten dann an allem, was sie kriegen konnten. Das fanden wir als Kinder natürlich süß, wenn die am Finger nuckelten, aber das war reine Verzweiflung, weil die einfach die Mutterbrust gesucht haben, sagt Bauer Jan. Als Jan den Beschluss gefasst hatte, Bauer zu werden, war für ihn klar, dass die Tierhaltung auf Butenland wesentlich artgemäßer werden sollte. Außerdem stellte er auf biologische Wirtschaftsweise um. Nach der Übernahme des Hofes erneuerte er den alten, dunklen und schlecht belüfteten Stall. Die Kühe standen fortauf auf Einstreu statt auf Beton und Gummimatten. Im Winter blieben sie nicht mehr durchgängig an der Kette und durften stundenweise auf den Hof. Er richtete ihnen eine Abkalbebox für die Geburt der Kälber ein und sorgte dafür, dass sie ihre Kälbchen zumindest 14 Tage lang behalten durften. Für das Kalb sei jeder Tag bei der Mutter ein Gewinn, sagt Jan. Besser seien 9 Monate. Aber ein Bauer, der überwiegend von der Milchwirtschaft lebe, habe gar keine andere Wahl, als die Kälber möglichst bald nach der Geburt wegzunehmen. Wenn sich Mutter und Kalb schon kennengelernt hätten, sei das unheimlich dramatisch. Die Trennung sei dann immer brutal, egal ob nach 14 Tagen oder 3 Monaten. Kühe und Kälber riefen einander und sie würden ihre Stimmen auch über hunderte von Metern erkennen. Einige wenige Milchviehbetriebe betreiben eine sogenannte muttergebundene Kälberaufzucht. Dort dürfen die Kälbchen in einem Zeitraum von einigen Wochen bis zu wenigen Monaten bei ihren Müttern saugen. Zusätzlich werden die Mütterkühe gemolken. Allerdings ist die Milchertragsmenge so natürlich geringer, die Wirtschaftlichkeit daher zweifelhaft. Und nach der Trennung leiden Kühe wie Kälber dort ebenfalls. Nach 20 Jahren Kühe melken, Kälber mästen und zum Schlachten verkaufen, konnte er dem Bauerndasein nichts mehr abgewinnen. Ich war nie zufrieden, sagt Jan. Ich hatte doppelte Arbeit, aber es war nicht wirklich artgemäß. Irgendwann kam der Punkt, wo ich keiner mehr sein wollte, der für die Menschen Fleisch produziert.
Auch mit den Milchkühen hatte er zunehmend Mitleid. Weil es Säugetiere sind, denen man immer die Kinder nimmt. Das ist schon ein ziemlicher Schmerz, glaubt er. Und keine Kuh lässt sich freiwillig vom Bauern melken. Der muss erstmal den Willen der Kuh brechen. Das geht bei Kühen sehr einfach, weil das ja liebe, sanftmütige Wesen sind. Dazu fixiere man ihre Beine mit Seilen oder zwei Männer hielten sie fest und bögen den Schwanz nach oben, bis sie sich das Melken gefallen lasse. Nach dem vierten oder fünften Mal lasse sie sich dann freiwillig melken, weil sie merke, dass Widerstand zwecklos ist. Auch bei anderen Nutztieren kann Jan sich nicht vorstellen, dass sie neben dem eigenen Kind freiwillig ein anderes Lebewesen an ihr Euter lassen. Er weiß, dass Schafe sich energisch zur Wehr setzen, wenn ein fremdes Lamm saugen will. Da wird gestoßen und getreten. Und warum sollte der Mensch das dürfen? Das geht nur mit Gewalt. Willems Rettung. Noch ohne Plan für die Zukunft beschloss Bauer Jan, alle seine Tiere an den Schlachter zu verkaufen. Die Kühe wurden in einen großen doppelstöckigen Transporter getrieben. Karin konnte das nicht mit anschauen. Sie hätte den Lastwagenfahrer am liebsten weggeschickt. 12 Tiere gingen dann aus Platzgründen nicht mehr rein, unter ihnen der Ochse Willem. Sie sollten ein paar Wochen später abgeholt werden. Nachdem fast die ganze Herde abtransportiert worden war, ging es auch Bauer Jan schlecht. Das war schon schlimmer, als wenn man 3-4 Kühe weggibt. Und weil Tiere getötet worden seien, die gar nicht hätten getötet werden müssen, habe er ein verdammt schlechtes Gewissen gehabt, erinnert er sich. Da war ich richtig fertig. In den darauffolgenden Tagen reifte der Entschluss, die übrig gebliebenen Tiere als Hoftiere zu behalten und ihnen ein langes Leben zu versprechen. Das war der Anfang des Kuhaltersheims. Natürlich sind sie seither Gesprächsstoff in der Nachbarschaft und man wundert sich, dass sie beide erst morgens um 9 aufstehen, wohingegen andere schon ab 6 Uhr arbeiten müssen. Sie haben aber auch Zuspruch von anderen Bauern erhalten, die aus den gleichen Gründen wie Jan keine Tiere mehr halten. Und die irgendwann auf freien Flächen Kühe die Chance geben wollen, alt zu werden, weil sie es ebenso fürchterlich finden, was in der Landwirtschaft passiert. Inzwischen gibt es keine Form der Tierhaltung mehr, die für Bauer Jan akzeptabel wäre. Ich bin so weit zu sagen, wir haben als Lebewesen überhaupt nicht das Recht, andere Tiere zu züchten und zu nutzen. Seit Bauer Jan auf dem eigenen Hof mitbekommen hat, wie ausgepowert selbst die Biohennen sind und wie früh sie sterben, mag er selbst deren Eier nicht mehr essen. Seit ein paar Jahren ernähren er und Karin sich daher vollständig vegan. Nicht von heute auf morgen, es fing vor 25 Jahren mit einem vegetarischen Tag in der Woche an. Als erster Schritt ist vegetarisch immer gut, sagt Jan. Keiner wird vom normalen Esser zum Veganer. Wenn jemand sagt, ich bin Vegetarier, aber irgendwann werde ich Veganer, ich schaffe es nur noch nicht, dann finde ich das okay. Er versteht auch Vegetarier, die sich aus gesundheitlichen Gründen so ernähren. Aber wenn einer sagt, ich bin Vegetarier, weil ich nicht mit ansehen kann, wie Tiere gehalten werden und das Tierleid verhindern will, kann ich das nicht akzeptieren. Es fängt an bei den Eiern, ob es nun Bio-Eier sind oder konventionelle. Die männlichen Küken sind grundsätzlich über und werden vernichtet. Und bei der Milch, beim Käse und bei der Butter ist es ja ebenfalls so, dass die männlichen Kälber und auch die weiblichen Tiere, die nicht mehr genug Milch produzieren, alle geschlachtet werden. Er sei aber schon froh über alle, die sich überhaupt Gedanken machten, über das Leben und über die Gesundheit und über die Tiere und Tierschutz nachdächten. Ich weiß nicht, ob das eine Frage von Intelligenz oder Sensibilität ist, sagt Jan. Auf der anderen Seite hast du Menschen, denen ist das sowas von egal. Die freuen sich aufs nächste Grillen, Bierchen dabei und Ruhe ist. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Über Klimaschweine, Ressourcenmangel und Hunger. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Fleisch nicht essen sollte. Frei nach einem Spruch der westdeutschen Umweltbewegung der 80er Jahre, angeblich eine Weissagung der Cree-Indianer. In der Zusammenfassung ihrer populären Veröffentlichung Livestock's Long Shadow, zu Deutsch der lange Schatten der Nutztiere von 2006, schreibt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen oder kurz Welternährungsorganisation FAO, dass der Nutztiersektor einer der Hauptstressfaktoren für viele Ökosysteme und für die Erde als Ganzes sei. Weltweit sei er eine der größten Quellen von Treibhausgasen sowie eine der grundlegenden Ursachen für den Verlust der Artenvielfalt und in Industrie- und Schwellenländern womöglich der Hauptgrund für die Wasserverschmutzung. Auf der anderen Seite fordert die FAO in ihrem aktuellen Bericht World Livestock 2011,
Livestock Infused Security, das aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fleisch und anderen tierischen Produkten die intensive Tierproduktion noch verstärkt werden müsse. Nur müsse sie eben nachhaltiger sein. Ja, geht's noch? Jeden Tag einen Sonntagsbraten für alle oder was? Warum nicht gleich dazu noch mehr Tiefseeölbohrungen, Kohlekraftwerke für den steigenden Energiebedarf fordern? Wie wäre es mal mit einem sparsameren Verbrauch von Ressourcen? Glücklicherweise halten auch viele nichts von einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft und gehen dagegen auf die Straße. Kuhprotest. Als Kuh wird man ignoriert. Ich jedenfalls, als ich als Kuh in den 41er steige auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Die aus Papptellern gebastelte Maske drückt meine Nase platt. Im Fließfellkostüm einer schwarz-bunten ist es hier im Bus ziemlich warm. Außerdem bin ich nervös, so als Kuh in der Stadt. Durch die Augenlöcher beobachte ich die anderen Fahrgäste. Keiner sagt was, noch nicht mal der Busfahrer hat mein Aussehen kommentiert. Nur einer gerade zugestiegenen jungen Frau huscht ein Lächeln über das Gesicht, als sie mir gegenüber Platz nimmt. Aha, jetzt fotografiert doch ein älteres Ehepaar, das weiter hinten im Bus sitzt, die Kuh. Zwei kugelige Frauen neben mir haben ein Plakat dabei, gegen Genschweine. Ich bin offenbar nicht allein auf dem Weg zur Demo des Aktionsbündnisses Meine Landwirtschaft gegen Massentierhaltung, Agrarfabriken, Gentechnik und Dioxin im Essen. Endlich Hauptbahnhof. Auf der Demo ist die Kuh gleich voll integriert. Kinder freuen sich besonders über die Kuh. Kameraleute und Fotografen sind ganz wild auf Aufnahmen und dem NDR gibt die Kuh sogar ein Interview. Am Ende der Demo ist die Kuh auf etlichen Handyfotos, meist zusammen mit jungen Frauen. Veganer sind in verschiedenen Gruppierungen hier vertreten. Ich stelle fest, dass ich inzwischen viele kenne. Sogar ein paar Gesichter von Tierbefreiern aus Thüringen erkenne ich wieder. Bin ich jetzt schon auf dem Weg zum Aktivisten? Mit der Fahne einer Tierrechtsorganisation im Huf grüßt die Kuh herzlich die hier freilaufenden Rinder, Schweine, Hühner und Kaninchen. Sogar zwei Hunde tragen künstliche Kuhfelle. Oder sind es Zwergkühe mit Hundemasken? Um an die Spitze der Demo zu gelangen, eilt die Kuh abseits des Zuges am gegenüberliegenden Spreeufer entlang. Eine Passantin grüßt mit Alaaf. Frei, sozial und national, skandiert eine Gruppe schwarz gekleideter und eilt eine Fahne mit dem Berliner Stadtwappen schwenkend weg von der Demo Richtung Parlament, die Polizei hinterher. Sind das Sympathisanten? Gutes Timing. Sind das Sympathisanten der braunen Ökologen, die sich mancherorts ansiedeln, um dort ein artgerechtes Dasein zu führen? Oder waren es gar vegane Neonazis? Es soll ja selbst das geben. Naja, auch Hitler ernährte sich weitgehend vegetarisch. Kein Polizist will der Kuh über die Ernährungsweise der inzwischen nach links abgedrängten und festgehaltenen freien Sozialnationalisten eine Auskunft erteilen. Das auf der Demo vertretene Bündnis reicht zwar von Biolandwirten und Imkern über Verdi, die ÖDP und Greenpeace bis zu Tierbefreiern, aber Neonazis will wohl keiner dabei haben, egal wie öko, tierlieb oder vegan sie sind. Ansonsten bleibt alles ganz friedlich, selbst von McDonald's wird nur gewinkt. Die Scheiben zweier FDP-Büros an der Strecke werden mit Öko-Aufklebern dekoriert. Kein Gott, Staat, Fleisch, Salat, fordert ein Plakat. Kein Salat? Demonstriert hier auch ein Frutarier mit, der weder Blatt- noch Wurzelgemüse ist, weil die Pflanze dabei stirbt? Vermutlich fehlt aber nur ein Bindestrich zwischen Fleisch und Salat. Der Mann mit dem mobilen Bratwurststand am Bahnhof Friedrichstraße darf der Kuh leider nicht mal eben schnell die Tofu-Würste braten, die sie von einem Mitdemonstranten geschenkt bekommen hat. Das deutsche Lebensmittelrecht erlaubt das Vermischen von Grillgut angeblich nicht. Wie gut, dass bei unseren Lebensmitteln alles so gut geregelt ist, denkt die Kuh. Bratwurst gibt es auch am Brandenburger Tor. Ein großer Stand, ganz offiziell als Teil der Veranstaltung zwischen veganem Eintopf und den Ständen von Tierschutzpartei und Tierversuchsgegnern. Am Tresen steht, wann hatten Sie zum letzten Mal Schwein? Im Dschungelcamp. Vegan sind Insekten definitiv nicht. Dennoch gönne ich mir eine Ausnahme, weil mich interessiert, ob Insekten in Deutschland eine zumindest ressourcenschonende Alternative zur Bulette werden könnten. In einem australischen Restaurant in Berlin treffe ich mich wieder mit Steffi, meiner nunmehr ehemaligen Kollegin.
Also ich bin gegangen, nicht Sie. Kaum habe ich mich hingesetzt, erzählt sie auch schon, dass sie ihren Fleischkonsum drastisch reduzieren wird. Sie habe auch gleich einer Kollegin angekündigt, jetzt öfters vegetarisch zu essen. Die hat mich angeguckt wie ein Auto, sagt Steffi. Sie hat mein Kapitel über die Tierhaltung gelesen, allerdings erst vor ein paar Tagen. Entsprechend frisch ist ihr frommer Wunsch. Man wird in 1 oder 2 Monaten mal sehen, ob ich es wirklich durchgehalten habe, schränkt sie ihr Vorhaben ein. Ein Vierteljahr später hält sie tatsächlich noch immer durch. Jetzt bestellt sie immerhin einen vegetarischen Wrap zum Buschteller mit Heuschrecken und Schwarzkäferlarven. Ein wenig echtes Fleisch ist allerdings auch dabei, vom Känguru und Krokodil. Das ist nichts für mich, ich bestelle den Wrap veganisiert und die Insekten einzeln, jeweils 3. Sie stammen von einem Züchter, werden lebend geliefert, im Tiefkühler getötet und dann frittiert. Zufällig läuft Mad World, das Lied vom Tierbefreierkongress, im Hintergrund, als ich die hübsch angerichteten Tierleichen serviert bekomme. Ich glaube, ich kriege Albträume, lautet Steffis erste Reaktion. Das ist wie Regenwürmer essen. Der Veganer muss erst mal vorkosten. Die lebt doch noch, ruft Steffi, als ich mir eine der Käferlarven näher anschaue. Tut sie natürlich nicht. Sie ist ganz kross und erinnert mich in ihrer Konsistenz an gebratene Fischflossen. Die Larven haben den im Hals leicht brennenden Geschmack von Ziegenkäse. Die Heuschrecken sind ein wenig nussig. So frittiert jedenfalls ist bei beiden Tieren der Eigengeschmack gering, die Substanz auch. Manchmal gibt es schon diese Momente, wo ich daran denke, was vorher war, bevor das Fleisch auf meinem Teller landete, sagt Steffi. Wo ich mich frage, was muss passieren, damit meine Wurst aufs Brot kommt. Aber das sei nicht immer präsent. Sie wisse, dass vieles im Argen liege und dass sie mit ihrem Verhalten etwas beeinflussen könne, aber dennoch nicht immer danach handle. Mit der Tierhaltung, die für mich akzeptabel wäre, lässt sich ja nur sehr wenig Fleisch herstellen. Da dürfte ich eigentlich nur einmal die Woche Fleisch essen oder sogar nur alle 2 Wochen, sagt sie. Gern würde sie alle Fleisch- und Wurstwaren von dem schwäbischen Rinderflüster Meier beziehen. Das ist ein Landwirt, der seine Rinderherde frei leben lässt. Also der greift da nicht ein, außer dass er 2 Tiere die Woche schießt. Also die wächst von alleine immer weiter. Und er geht dann auf die Weide und mit einem Gewehr und betäubt die dann final, wie es heißt, mit einem Gewehr, um sie dann dort auch zu schlachten. In einer mobilen Schlachtbox. Aber der hängt sehr an seinen Tieren. Also das ist durchaus nachvollziehbar. So. Und er will halt nicht, dass sie transportiert werden müssen und in Schlachthöfen leiden. Außerdem wünscht sie sich ein eindeutiges und aussagekräftiges Siegel. Sowas wie Fairtrade für Tiere mit Kontrollen ohne Ausnahmen. Der Wunsch könnte theoretisch mehrheitsfähig sein. 62% der EU-Bürger wollen laut einer Umfrage ihre Essgewohnheiten ändern und überwiegend tierfreundliche Produkte konsumieren. Die Toleranz der Kontrollbehörden hat Steffi beim Lesen meines Kapitels besonders aufgeregt. Und dass, wie sie sagt, man auch Biofleisch nicht mit gutem Gewissen essen kann, es sei denn, man kennt den Hof. Jetzt beißt Steffi erstmal in eine Heuschrecke. Genuss sieht anders aus. Ist ja gar nichts dran, findet sie. Ungewöhnlich und auch nicht schlecht. Bis auf das, was sich nicht zerkauen ließ, war wahrscheinlich ein Auge. Sie sucht vergebens ihre Käferlarven unter den Salatblättern. Vielleicht kommen sie ja gleich rausgekrabbelt. Kommen sie nicht. Sie reklamiert: Entschuldigung, meine Maden fehlen. Man bringt sie in einer als Körbchen aufgeschnittenen Zitrone. Ausnahmeregelung. Steffi will von mir wissen, ob ich nicht Fleisch aus idealen Haltungsbedingungen essen würde, wenigstens gelegentlich, nicht regelmäßig, so wie das Fleisch von Herrn Meier, der noch mit dem Tier gekuschelt hat, als es schon tot war, dem es gut ging, wo man sagen würde, das war ein gutes Rinderleben. Warum ich mir nicht mal aus vollem Genuss eine Scheibe Fleisch gönne und am nächsten Tag wieder vegan lebe. Ich würde als Veganer einmal im Monat einen Fleischtag einlegen, sagt sie, korrigiert sich aber gleich. Ich würde als Vegetarier einmal im Monat einen Fleischtag einlegen. Ich würde sofort Vegetarier werden, wenn ich alles, was ich essen will, selber schlachten müsste. Dann würde ich mir vielleicht noch eine Heuschrecke rösten, wenn sie jemand anderes für mich tot macht. Fleisch würde ich mir verkneifen, aber es würde mir fehlen.
Mir fehlt es glücklicherweise inzwischen nicht mehr. Selbst das Fleisch von Bauer Meyers Rindern will ich nicht, noch nicht einmal, wenn die Tiere tot gestreichelt würden. Das Fleisch der Meyer Rinder schmeckt sicher noch besser als ein Steak aus Seitan, aber was folgt daraus? Der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe zitiert in seinem Buch Tierisch vergnügt den griechischen Schriftsteller Plutarch aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Für einen Bissen Fleisch nehmen wir einer Seele die Sonne und das Licht und verkürzen ihre Lebenszeit in einer Welt, in die sie geboren wurde, um Freude zu erleben. Auch wenn ich Ausnahmen von meinen selbst gewählten Regeln nicht schlimm finde, ich habe in den letzten Jahren genügend gemacht. Mir reicht das. Ich will und muss Fleisch, Fisch, Milch und Eier grundsätzlich nicht essen und finde es persönlich bedeutend einfacher, nicht weiter darüber nachzudenken. Veganismus wirst du mir nie nahebringen, sagt Steffi. Das ist so, als würde man sagen, kannst du die Erde mal einen Meter nach rechts verschieben? Ich fand die Vorstellung ja früher genauso abwegig, sogar noch als Vegetarier. Es war wie Kiwis mit Schale zu essen. Klingt genauso abartig, ist es aber ebenfalls nicht. Seit ich das mit der Kiwi bei jemand anderem beobachtet habe, esse ich zumindest Bio-Kiwis nur noch ungeschält. Der Kiwi-Mann war übrigens einer der beiden jungen Männer, die mir den Veganismus schmackhaft gemacht haben. Wenigstens scheine ich Steffi die Vorstellung einer fleischärmeren Ernährung ein Stück näher gebracht zu haben. Ein Drittel der Frauen und die Hälfte der Männer in Deutschland können sich laut einer Umfrage aus dem Jahr 2010 noch nicht einmal einen Tag ohne Fleisch und Wurst vorstellen. Ich glaube, wenn ich 5-mal die Woche kein Fleisch mehr esse, würde ich mich schon als Vegetarier bezeichnen, sagt Steffi. Aber selbst wenn ich irgendwann mal komplett Vegetarier werden würde, ich würde niemals so eisern sein. Ich würde mir immer die Option auf eine Currywurst offen halten. Das bräuchte ich fürs Wohlbefinden. So, danke schön fürs Zuhören.